Was soll ich sagen? Wir haben die Besetzung überlebt. Die meisten Nachbarn sind geflohen oder haben sich in Kellern versteckt. Das war Terror. Es gab kein Gas, keinen Strom, nichts. Es gab nur Angst. Sogar die Hunde haben nicht mehr gebellt. Eines Tages klopfte eine Nachbarin an die Tür und sagte: Galina, lass die Jungs rein. Orks, russische Soldaten. Ich müsste sie unbedingt reinlassen. Sie würden kontrollieren, ob keine Männer im Haus sind. Ich habe sie reingelassen. Sie haben alles kontrolliert und gesehen, dass kein Mann da ist. Als sie auf meine Tochter zugingen, habe ich gesagt: Rührt sie nicht an. Einer sagte: Ich habe seit 3 Monaten keine Frau gesehen. Ich ziehe von einem Krieg zum nächsten. Was macht man da? Sie haben mit mir gemacht, was sie wollten. Dann kamen andere. Und wieder andere. Sie haben mir mit ihren Waffen Angst gemacht. Den ganzen Monat haben sie mich. Sie wollten meine Tochter Nika vergewaltigen. Ich habe sie gebeten, es nicht zu tun. Also war ich dran. Am 1. April sind die Orks gegangen. Die geflohenen Nachbarn kamen zurück. Sie beschimpften uns als Kollaborateure. In den ersten Tagen der Invasion erobert die russische Armee einen Teil des ukrainischen Territoriums. Die umstellte Hauptstadt leistet Widerstand. Die Vororte sind besetzt. Das Land mobilisiert alle Kräfte für die Schlacht und muss zugleich auch gegen den inneren Feind kämpfen. Ukrainer, die dem Angreifer helfen. Den Verrätern wird der Krieg erklärt. Bewaffnete Freiwillige machen Jagd auf alle, die sich für Saboteure halten. Im Namen von Recht und Ordnung. Wie an jenem Tag inmitten der Schlacht um Kiew. Demütigung, Folter. Ein Hohn auf die Gerechtigkeit und unbeschreibliche Gewalt gegenüber Männern, denen man Autodiebstahl vorwirft. Im März 2022 tritt ein neues Gesetz in Kraft. Es liefert den rechtlichen Rahmen zum Aufspüren von Kollaborateuren. Präsident Selenskyj hat es auf den Weg gebracht. Als Signal an sein Volk, das Gerechtigkeit ersehnt. Heute wurde noch ein Entscheidung über Antiheroen. Jetzt habe ich keine Zeit, um mich
зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримують, тому вже більше. Aktuell laufen 7000 Strafverfahren. 350 Kollaborateure wurden wegen Landesverrats bereits verurteilt. Nur, wie garantiert man mitten im Krieg unparteiische und faire Gerechtigkeit? Je mehr Kollaborateure, desto mehr Tragödien gibt es. Und desto weniger Ukraine bleibt übrig. Das ist die Arbeit eines Kollaborateurs, der Informationen an den Feind weitergegeben hat. Das war mal ein Nachtclub mit Karaoke-Bar und schickem Restaurant. Hier hatten Leute ihr erstes Date. Hier wurden Heiratsanträge gemacht. Hier hat man Geburtstage und Verlobungen gefeiert. Das war so ein interessanter und freundlicher Ort. Am 27. Juni 2023 schlagen zwei russische Raketen in dem Restaurant ein. 13 Menschen sterben, darunter zwei Kinder. 60 werden verletzt. Ich bin verzweifelt und spüre zugleich den Wunsch nach Rache, dass man die Schuldigen findet und bestraft. Unsere Feinde wenden verschiedene Methoden an, um Kollaborateure zu rekrutieren. Die wichtigste ist Ideologie. Aber auch Geld und Manipulation spielen eine Rolle. Oft gelingt es den Besatzern, durch Manipulation und Erpressung Informanten zu gewinnen. Am häufigsten nutzen sie aber die Ideologie. Ein Mann wird vom Geheimdienst festgenommen und gesteht. Er wird wegen Hochverrats angeklagt. Ihm droht lebenslange Haft. Кафе Рио. Данное видео я отправил. Was bedeutet es aus rechtlicher Sicht, Kollaborateur zu sein? Diese Leute liefern dem angreifenden Land Informationen über die Bewegung unserer ukrainischen Streitkräfte oder geben ihm Tipps. Laut Strafgesetzbuch der Ukraine umfasst die Definition auch jede Form von Propaganda.
Das betrifft also Personen, die bewusst die Aggression gegen die Ukraine verherrlichen. Auf der einen Seite das Gesetz, auf der anderen die Realität des Krieges. In den von der russischen Armee besetzten Gebieten kommt es am häufigsten zur Kollaboration. Gleichzeitig ist hier auch der Wunsch nach Rache am stärksten. Vor allem nach der Befreiung. Wie in Izium, im Osten des Landes. Die Stadt war ein halbes Jahr lang besetzt. Dann fliehen die Russen und lassen ihre Panzer zurück. Und Hunderte von Leichen. Zivilisten und Soldaten. Manche weisen Spuren von Folter auf. Im Chaos der Befreiung werden die vermeintlichen Verräter gejagt. 6 Monate haben sie für die Besatzer gearbeitet und legen jetzt unter Folter Geständnisse ab. Die Kehrseite der Säuberung. Die meisten sind ehemalige ukrainische Polizisten. Bei der Befreiung wurden sie von Soldaten oder bewaffneten Zivilisten gefasst. Während der Besatzung trugen sie die russische Uniform. Das sind Kollaborateure. Sie haben Russland geholfen. Ich kann dir sagen, was ihnen vorgeworfen wird. Als das alles hier angefangen hat, haben sie die Standorte von Schulen, Krankenhäusern und Polizeiwachen weitergegeben. Diese Orte wurden dann bombardiert. Wie sonst sollen die Russen wissen, wo sie zuschlagen müssen? Diese Männer werden vor Gericht gestellt und in einigen Fällen wegen Kollaboration verurteilt. Doch welchen Wert haben Geständnisse, die man mit Schlägen erzwungen hat? Häufig beginnt alles mit einer Denunziation. Die Bewohner der befreiten Gebiete sind versucht, die Justiz selbst in die Hand zu nehmen. Erst nach der Befreiung entdeckt man das wahre Gesicht der Nachbarn. Warum machen die das? Die da haben Horrorgeschichten über uns erzählt. Ich war schockiert. Heißt Kollaboration, dass man alle anderen verrät? Galina wird von ihren Nachbarn denunziert. Der Geheimdienst durchsucht ihre Wohnung. Ihre Tochter Nika hält alles mit dem Handy fest.
Sie haben unsere Telefone genommen und uns verhört. Wir sollen militärische Standorte verraten haben. Dabei haben die Russen mich nur vergewaltigt, sich vollgestopft und weg waren sie. Sie haben unsere Telefone 8 Monate lang konfisziert. Ich war schockiert, dass uns Kollaboration vorgeworfen wird. Sie haben alles überprüft. Nachrichten, gelöschte Nachrichten. Aber keinen Beweis für Kollaboration gefunden. Ich musste einen Lügendetektortest machen, zum Glück. Dann hat mir der Geheimdienst ein Dokument gegeben, das beweist, dass ich ein Opfer und unschuldig bin. Und dann ging die Belästigung los. Als die Nachbarn von unserer Entlastung erfuhren, schlugen sie uns die Fenster ein. Der reinste Albtraum. Sie haben uns bestohlen. Meine Tochter beschuldigt und sie im Gesicht verletzt. Dahinter stecken die Brüder Gavriljuk. Mitten im Dezember haben sie all unsere Fenster eingeschlagen. Die Polizei hat nichts gemacht. Ich bin ein einfacher Mensch. Wer schuldig ist, muss sich für die Tat verantworten. Ich beschuldige sie, Kollaborateurin zu sein. Sie hat sich amüsiert, ist mit ihnen spazieren gegangen und hat mit ihnen gefeiert. Gerüchten zufolge war sie schon vorher eine Frau mit lockerer Moral. Ich glaube nicht, dass sie ein Opfer ist. Sie kann ja nichts anderes sagen. Also entweder Gefängnis oder bis ans Ende Opfer spielen. Für mich ist sie kein Opfer. Aber die Mutter wurde doch entlastet. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Es war einfach dumm, sie zu entlasten. Echt dumm. Ich weiß nicht, aber ich glaub's nicht. Nach dem Abzug der Russen am 1. April bin ich mit meinem Freiwilligenbataillon hierher zurückgekommen. Bei mir zu Hause war alles kaputt. Ich hatte Angst davor, was ich da sehen würde. Hier lag mein Vater. Auf dem Boden. Und da mein Onkel. Auch auf dem Boden. Und hier ihr Freund. Was haben Sie gefühlt, als Sie sie da sahen? Wut. Sie wollen Rache. Ja, immer noch.
Ich werde mich rächen, solange ich kann. Natürlich besteht die Gefahr der Rache. Und natürlich ist das eine Herausforderung für das Justizsystem der Ukraine. Aber man kann das Problem nicht verallgemeinern. Jeder Fall und jede Geschichte müssen einzeln betrachtet werden. Ich glaube nicht, dass es zu früh ist, diese Kriminellen strafrechtlich zu verfolgen. Im Gegenteil. Ich finde es wichtig, das jetzt zu untersuchen und Zeugen anzuhören, damit keine Beweise in Vergessenheit geraten und verschwinden. Wir müssen Beweise für diese Straftaten finden. Die Beschuldigten dürfen sich der Justiz nicht entziehen können. Kollaborateure bilden eine Art Fundament, auf das sich die Besatzer nach der Einnahme unserer Städte stützen können. Das sind Menschen, die vor Ort leben und die Bevölkerung, die Region sowie die lokale Kultur und die Tradition dieser Städte kennen. Auf diese Gebiete des Donbass richtet sich alle Aufmerksamkeit. Hier, nahe der russischen Grenze, engagieren sich nicht alle für die Ukraine. Der Geheimdienst spürt Kollaborateure bis ins kleinste Dorf auf. War schon jemand hier? Nein. Pass und Telefon bitte. Sind Sie alleine hier? Nein, mit meinem Vater. Holen Sie Ihren Pass und Ihr Handy. Halten Sie den Pass vor sich. Etwas höher. Sehen Sie in die Kamera. Auf meinem Telefon ist nur Persönliches. Die Jungs wissen, worauf sie achten müssen. Persönliches interessiert sie nicht. Ich möchte ihn fragen, wonach er sucht. Das kann ich Ihnen sagen. Manche Leute verschicken Informationen über unsere militärischen Positionen. Darauf wäre ich nicht gekommen. Hab's ja nur erklärt. Sowas brauche ich nicht. Sei! Kennen Sie pro-russische Leute hier? Nein, die gibt's hier nicht. Wer würde Ihnen das schon sagen? Halten Sie Ihren Pass vor sich. Kollaborateure entdeckt man nicht allein anhand der Ausweise. Das Wichtigste sind Chats und soziale Netzwerke, um zu sehen, ob sich jemand in pro-russischen Gruppen aufhält oder pro-russische Kommentare abgibt. Bei der Suche nach Kollaborateuren brauchen die Behörden die Hilfe der Dorfbewohner. Jeder gilt als potenzieller Informant. Kennen Sie pro-russische Leute im Dorf? Die sind wohl alle gegangen. Hier soll noch jemand sein, der bei der Lebensmittelverteilung pro-russische Bemerkungen gemacht hat. Jetzt sagt niemand mehr was. Wir könnten vorbeugend hingehen.
Damals waren sie alle Separatisten. 2014 hieß es, wir sind für die Russen. Russen, kommt und holt uns. Der reinste Albtraum. Normale Leute sind geflohen. Ich muss Ihnen was sagen, aber ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Sie können es mir sagen. Ich sag's Ihnen und Sie ziehen Ihre Schlüsse. Kommen Sie. Sorry, ich muss jetzt mit ihm reden. Es war interessant, mit ihm zu reden. Aber mehr kann ich Ihnen nicht sagen. А что вы выявили? Ну, это документы, ведомости. Нет, сочиняется боль. Der Mann hat uns angelogen und gesagt, er hätte vor einem Monat sein Telefon verloren. Bei der Durchsuchung haben wir es aber entdeckt. Warum haben Sie falsche Angaben gemacht und gesagt, Sie hätten kein Telefon? Aus Angst wegen der gespeicherten Sachen. Was haben Sie wo gespeichert? TikTok. Der von Ihnen gepostete Inhalt ist anti-ukrainisch. Ist Ihnen das klar? Ja, was soll ich sagen? Das war dumm. Sie wissen, dass Sie die russische Armee damit verherrlichen? Wer ist Ihrer Meinung nach der Angreifer? Putin, Russland. Ich denke, Sie sollten all denen helfen, die jetzt an der Front die Ukraine verteidigen. Dann würden Sie begreifen, wer der Feind ist. Denn sicher und bequem zu Hause zu bleiben und gleichzeitig schlecht über die Verteidiger zu reden, das ist nicht okay. Wenn Sie anti-ukrainische Informationen unter Ihren Followern verbreiten, gehen Sie gegen die Ukraine vor und beteiligen sich an russischer Propaganda. Sie wissen, dass das strafbar ist, oder? Ja, ich empfinde mich nicht als Kollaborateur. Es war einfach dumm, das zu speichern. Vermissen Sie die UdSSR? Klar, da bin ich aufgewachsen. Sie wissen, dass die UdSSR nicht mehr existiert? Ja, und sie kommt nicht wieder. Das müssen Sie akzeptieren. Der Mann wird verwarnt und kann gehen. Vor der Kamera gehen die Mitarbeiter des Geheimdienstes höflich mit den Verdächtigen um. Sie wollen die Bewohner der Region nicht entfremden, denn einige schwelgen noch immer nostalgisch in Zeiten der Sowjetunion. Sie trauern einer Zeit nach, in der der Donbass durch die Kohlebergwerke Wohlstand erworben hat. Die Behauptung, die Menschen hier seien anders als im Rest der Ukraine, stimmt nicht. Zu sagen, es seien ethnische Russen, das ist Rhetorik der russischen Propaganda. Aber die Leute erhalten auch andere Informationen.
Sie sehen russisches Fernsehen, das direkt aus der sowjetischen Vergangenheit stammt. Diese Art von Informationen prägt die Einstellung der Menschen hier. Außerdem haben viele Familie in Russland, denn wir haben ja eine gemeinsame Grenze. Wer Herzen und Köpfe gewinnen will, muss zuerst viele Kämpfe für sich entscheiden. Viele Ukrainer leben weiterhin in den besetzten Gebieten. Die Verfolgung von Kollaborateuren sendet auch ein Signal an jene, die noch unter Besatzung leben. Es besagt, wir geben nicht auf. Die Ukraine wird ihre Gebiete zurückerobern. Sie stehen ihr nach internationalem Recht zu. Wir haben die Mittel, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Und der Staat wird sich dafür einsetzen. Trotz des Kriegs wollen die Gerichte die Verfahren ordnungsgemäß durchführen. Die Prozesse gehen weiter. Viele Anwälte sind beteiligt. Andriy Domanski übernimmt regelmäßig die Verteidigung mutmaßlicher Verräter. Manche sagen, ich sei der Advokat des Teufels. Damit kritisiert man mich. Aber ich empfinde das im Gegenteil als Kompliment für meine Arbeit. Die meisten Leute mögen mich nicht. Sie halten meine Arbeit für falsch, weil sie glauben, dass sich Kollaborateure oder Kriminelle dank meiner Arbeit ihrer Verantwortung entziehen können. Der Angeklagte hatte einen Posten in der illegalen Verwaltung. Er hat nachweislich Plakate mit russischer Propaganda angebracht. Ein Philosoph sagte, ich teile Ihre Ideen nicht, aber ich werde bis zum Tod dafür kämpfen, dass Sie sie äußern können. Ich glaube an den Menschen und an unser ukrainisches Volk. Ich glaube an unsere Soldaten, die jetzt an der Front stehen. Sie kämpfen aus genau denselben Gründen wie ich. Wir Anwälte führen denselben Kampf auf juristischer Ebene. Wir müssen allen beweisen, dass wir ein Rechtsstaat sind. In einem Fall nach dem anderen kämpft Andriy um die Unabhängigkeit der Justiz. Ob Mächtige oder einfache Bürger, seine Mandanten kommen aus allen Schichten der Gesellschaft. Der Mann, den er an diesem Tag verteidigt, gehörte zu den einflussreichsten Personen des Landes. Er war Chef des Geheimdienstes der Region Kharkiv, bis man ihm Hochverrat vorgeworfen hat. Jetzt droht ihm lebenslange Haft. Gemäß Artikel 14.9 habe ich meinen Antrag auf Verlängerung der Untersuchungshaft an die vier Verteidiger geschickt. Ja.
Als ich Chef des Geheimdienstes in einer der größten Regionen des Landes war, haben wir fast 1000 Personen festgenommen. Leute, die dem Feind die Trefferkoordinaten geben. Kollaborateure, verdeckte russische Agenten. Deshalb konnten diese Leute ihre Arbeit nicht fortsetzen. Und jetzt beschuldigt man mich, den Staat verraten zu haben? Was rechtfertigt den Vorwurf des Hochverrats? Erklären Sie mir, warum ich nach solchen Ergebnissen und Erfolgen seit einem Jahr im Gefängnis bin. Er behauptet, dahinter stecke eine Intrige von Personen, die dem Staatsoberhaupt nahestehen. Hochrangige politische und militärische Beamte, denen er Korruption vorwirft. Seit einem Jahr wartet er auf seinen Prozess. In unserem Land kann man Personen leider vor einer Verurteilung verurteilen, indem man sie in Untersuchungshaft steckt. Immer mehr Personen werden zu Unrecht angeklagt. Ihre Strafverfolgung ist eher politischer Natur. Meine Anwälte wurden unter Druck gesetzt und bedroht. Ein Anwalt, der das öffentlich sagt, verliert morgen seine Zulassung und erhält eine militärische Vorladung. Auch wer krank und waffenunfähig ist, wird einberufen und an die Front geschickt. Das Gericht hat entschieden, dem Antrag des Staatsanwalts stattzugeben. Es wird die Untersuchungshaft für Herrn Roman Dudin um weitere 60 Tage verlängern. Ich lege heute Berufung ein. Okay. Gib mir die Daten. Die echten Kollaborateure sitzen in der Regierung. Es ist ein Skandal, dass würdige Menschen wie Roman, dass tapfere Kosaken in diesen Käfigen hinter Gittern sitzen. Ein Skandal, eine Schande. Es lebe Roman, Ehre der Ukraine. Wir haben Beweise und Dokumente, die belegen, dass mein Mandant die ihm zur Last gelegten Taten nicht begangen hat. Es ist immer schwierig, eine unschuldige Person zu verteidigen, da die einzige faire Entscheidung der Freispruch ist. Als Kind wollte ich wie meine Eltern Arzt werden. Aber das Schicksal hat anders entschieden. An Geschichten über Prozesse hat mich fasziniert, dass ein Anwalt dank seiner Redekunst die Geschworenen beeinflussen kann. Für mich ist ein Anwalt wie ein Arzt dem Hippokratischen Eid verpflichtet, nicht zu schaden und dem Nächsten zu helfen. Nicht jeder Anwalt teilt dieses Ethos und nicht jeder empfindet seinen Beruf als Berufung. Den mutmaßlichen Kollaborateuren fällt es schwer, Anwälte zu finden, die sie verteidigen. Die meisten Anwälte werden vom Gericht bestellt und prozessieren lieber aus der Ferne. In der Ukraine während des Kriegs Verräter zu verteidigen, ist nicht ohne Risiko.
Guten Tag. Ich komme das Teil abholen zur Begutachtung. Ich kam aus dem Haus und bin ins Auto gestiegen, um zur Arbeit zu fahren. Ich fuhr aus dem Hof. An der dritten Ampel wollte ich in eine Straße einbiegen und musste bremsen. Ich habe kräftig aufs Pedal gedrückt, aber die Bremse hat nicht funktioniert. Ich musste gegen den Bordstein fahren, um das Auto anzuhalten. Vielleicht stimmte was nicht mit den Ersatzteilen bei BMW. Oder jemand hat mein Auto sabotiert. Das Teil sollen jetzt Experten untersuchen. Ja, sowas machen wir nicht. Am meisten Angst machen nicht verbale Drohungen, sondern solche, die man nur spürt. Manchmal legen sie Nägel unter die Räder meines Autos und manchmal lockern sie sogar die Schrauben. Die Anzahl meiner Feinde entspricht der Anzahl meiner Mandanten. Aber ich habe gelernt, keine Angst zu haben. Ich habe dem Tod schon ins Auge geblickt und weiß, wie er aussieht. Obwohl weit von der Front entfernt, bleibt die Hauptstadt unter russischem Beschuss. Es gibt Luftangriffe, Tag und Nacht. Diese permanente Gefahr gehört zum Alltag der Menschen in Kiew. Doch über den Vororten der Hauptstadt, die noch nicht ganz vom Trauma der Besetzung befreit sind, schwebt noch eine Gefahr. Die Last des Gerüchts. Sie haben meine Kleine genommen, meine letzte Hoffnung, mein Alles. Sie war erst 15. Oh Gott. Niemand beschützt uns. Wir drei waren unzertrennlich. Und jetzt haben sie unser Kind gestohlen. Den wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ich kann nicht mehr essen, nicht mehr schlafen, nicht mehr gehen und nicht mehr hinsehen, wo sie saß und ging. Ich gebe Ihnen, was Sie wollen, aber helfen Sie uns. Ich weiß, dass mein Vögelchen dadurch nicht zurückkommen wird. Mein kleiner Stern, der so schnell verloschen ist. Warum bestraft man sie nicht? Mama, setz dich. Galina wird entlastet. Doch die Schikanen der Nachbarn hören nicht auf. Bis zum Tag der Tragödie. Die Leiche ihrer Tochter Nika wird auf den Gleisen hinter ihrem Haus gefunden. Die Polizei kommt direkt zu dem Schluss, dass es Selbstmord war. Ich habe keine Worte mehr.
Sie war sehr kreativ. Und immer so freundlich. Ой. Да. Ich fass es nicht. An dem Tag wollte sie Haarfärbemittel abholen, das sie bestellt hatte. Wir wollten uns die Haare färben. Sie hat verschiedene Tönungen und farbige Linsen bestellt, weil sie gern ihren Look verändert hat. Mika war gerade in dieses Zimmer gezogen, weil ihr Altes beschädigt war. Ich kann nicht mehr reden. Mir ist schlecht. Diese Verbrecher haben alles kaputt gemacht. Sehen Sie die Scherben? Fragen Sie die Polizei. Die Typen sagten, ich werde dich töten. Sie haben ihre Drohung ernst gemacht. Galina glaubt keinen Moment, dass sich ihre Tochter das Leben genommen hat. Sie beschuldigt ihre Nachbarn. Sie müssen sie irgendwie dazu gedrängt haben. Das ging schon lange so, seit der Befreiung. So ist sie unter dem Zug gelandet. Da hat jemand nachgeholfen. Ich weiß es. Ich spüre es einfach. Sie haben uns ständig bedroht. Wir haben offen darüber geredet und es der Polizei gemeldet. Aber die hat nur gelacht. Wir sind bestimmt nicht die Einzigen, die sowas erlebt haben. Aber andere haben Angst, darüber zu reden. Seit Nikas Tod hat die Polizei die Nachbarn kein einziges Mal verhört. Ich kenne nicht alle Details, aber Nika ist irgendwo hier gestorben. 150, 200 Meter vom Bahnübergang entfernt. Hier läuft eigentlich niemand rum. Deshalb glaube ich nicht, dass es Zeugen gibt. Unwahrscheinlich, dass sie jemand gesehen hat. Offenbar war es Selbstmord. Sie war ein Teenager, mental instabil. Das alles hat so schwer auf ihr gelastet, dass sie den Kopf auf die Schienen gelegt hat. Der einzige Zeuge ist der Lokführer. Er versichert, dass der Teenager zum Zeitpunkt der Tragödie bewusstlos auf den Gleisen lag. Seine Aussage steht im Widerspruch zur Selbstmordtheorie. Einem zweiten Mann wird vorgeworfen, das Mädchen und ihre Mutter belästigt zu haben. Er arbeitet in einer Autowerkstatt, wenige hundert Meter vom Fundort der Leiche entfernt. In unserer Straße gab es 10 Kollaborateure. Einer hat sich erhängt, einer warf sich vor einen Zug und die anderen verstecken sich. Niemand weiß wo.
Und das Mädchen? Weiß ich nicht. Hab sie nur auf den Schienen liegen sehen. Bis heute behauptet er, erst nach dem Vorfall vor Ort gewesen zu sein. Obwohl die Tochter ums Leben kam und beide Frauen entlastet wurden, bleiben sie in seinen Augen schuldig und damit Verräterinnen. Als ich nach Butscha zurückgekommen bin, haben mir Nachbarn von einer Frau und ihrer Tochter erzählt. Beide hätten geplündert. Sie wussten, dass mein Bruder in der Territorialverteidigung dient und haben es den Russen erzählt. Deshalb ist das passiert. Wegen ihr und ihrer Tochter wurden mein Vater und mein Onkel getötet. Und jetzt heißt es, sie seien entlastet worden. Wie kann das sein? Was ist das für ein Land, wenn wir sowas zulassen? Was sollte man machen? Sie töten, so wie sie andere töten, damit Gerechtigkeit herrscht. Rache oder die Last von Gerüchten? Wer zu Unrecht beschuldigt wird, bleibt gezeichnet für den Rest des Lebens. Auf ewig verurteilt. Auch nach 2 Jahren Krieg bleibt die ukrainische Jugend voller Zuversicht. Sie versucht, den Krieg zu vergessen, auch wenn er sich in die Länge zieht. Fast im ganzen Land laufen Prozesse wegen Hochverrats. Es werden immer mehr. Die Ukraine will Europa und der Welt beweisen, dass sie ein Rechtsstaat ist. Ich bin ein Träumer und werde alles dafür tun, dass die Ukraine ein wirklich unabhängiger Rechtsstaat wird. Wir halten an dem Kurs fest, unser Justizsystem zu verbessern. Ich hoffe, es entwickelt sich fortlaufend weiter, damit wir uns den Standards nähern, die woanders und vor allem in Europa gelten. Wir schaffen das. Das gehört zu den Zielen unserer Demokratie. Wir wollen zur europäischen Familie gehören. Es liegt im Interesse der Ukrainer, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Wir wollen nicht doppelt bestraft werden. Einmal durch die Besatzer und dann durch die Unfähigkeit, unsere europäischen Ziele voranzutreiben. Dieser Krieg ist ausgebrochen, weil sich die Ukrainer bewusst entschieden haben, Teil Europas und der NATO zu sein. Wir fahren zur Villa meines Mandanten Erzbischof Pavlo. Das Gericht hat ihn dort unter Hausarrest gestellt. Er darf sie nicht verlassen. Da, die Polizisten kontrollieren, wer kommt. In dem Minibus ist der Geheimdienst. Da auch. Hier können wir parken. Da ist das Haus. Der Sicherheitsdienst überwacht ihn. Alles auf Kosten der Steuerzahler. Musik
Guten Tag. Auch der Geistliche ist wegen Hochverrats angeklagt. Man wirft ihm vor, pro-russisch und ein Mann Moskaus zu sein. Deshalb hassen ihn Millionen Ukrainer. Nach einem Monat in Haft lebt der Erzbischof jetzt in einem goldenen Gefängnis. Ich kann nichts mehr machen. Alles ist verboten. Sogar meine Mutter zu sehen. So lebe ich seit 7 Monaten. Aber es geht. "25 Personen arbeiten für mich." Wegen seiner Vorliebe für Luxus und deutsche Limousinen trägt er den Spitznamen Pascha Mercedes. Jetzt bin ich eher ein Tesla. Die muss ich alle 4 Stunden aufladen. Ich werde überwacht. Bilder hätten sie auch gerne, aber das geht wegen der Soutane nicht. Gott schütze sie. Wer in unserem Land falsch redet oder denkt, landet im Gefängnis. Ich werde nicht von den Leuten, sondern von der Regierung beschuldigt. Zuerst wurde mir vorgeworfen, ich würde die russische Aggression gegen die Ukraine unterstützen, was ich nie getan habe. Ich verurteile das Regime, den Krieg und jene, die ihn begonnen haben. Sie nennen mich Moskowit. Dabei verurteile ich Patriarch Kirill dafür, dass er den russischen Truppen den Segen für den Sieg über die Ukraine erteilt hat. Ich verurteile, was er tut. Aber das Gebet kennt keine Grenzen. Und wir haben das Recht zu beten, für wen wir wollen. Man wirft ihm vor, mit dem in der Ukraine verhassten Patriarchen Kirill befreundet zu sein, dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. Der Putin-Freund unterstützt die Invasion moralisch und erteilt ihr seinen Segen. Hinter der Affäre um Pascha Mercedes steckt der Konflikt zwischen den Kirchen. Bis vor kurzem war die ukrainisch-orthodoxe Kirche dem Moskauer Patriarchat unterstellt. Nach Beginn der Invasion brach sie die Verbindung zu Russland ab und wurde unabhängig. Priester, die dem Moskauer Patriarchat treu bleiben, werden strafrechtlich verfolgt und beschuldigt, auf Seiten des Kremls zu stehen. Im Zentrum von Kiew steht ein großer religiöser Bau aus dem 10. Jahrhundert. Das Höhlenkloster. Sein Vorsteher war 30 Jahre Erzbischof Pavlo. Der Geheimdienst durchsucht die Anlage auf den Verdacht hin, dass hier russische Spione tätig sind. Die Jagd auf Verräter macht auch vor Kirchen nicht Halt.
Im Zuge der Maßnahmen werden feindliche Propaganda und große Mengen Geld beschlagnahmt. Außerdem entdeckt man bei Mönchen Ausweispapiere aus der Sowjetzeit. Drei Monate später wird der umstrittene Erzbischof verhaftet. Mehr als 200 Ordensleute werden ausgewiesen. Zu Weihnachten 2023 feiert die konkurrierende orthodoxe Kirche der Ukraine hier erstmals ihren Festgottesdienst. Seitdem beten Anhänger der ukrainisch-orthodoxen Kirche vor dem Heiligtum. Heute wird der Erzbischof vor Gericht erwartet. Sein Prozess dauert schon 8 Monate. Wir fahren zum Gericht. Das Ermittlungsverfahren ist abgeschlossen. Man hat nichts gegen mich gefunden. Ich denke, das ist ein politisch motivierter Angriff auf die Gedanken- und Religionsfreiheit. Politiker sollten einem Bischof oder Priester nicht vorschreiben, für wen er beten darf. Ich bete für Patriarch Kyrill, wann immer ich will. Und nicht nur für ihn, sondern für die ganze Welt. Heute müssen wir zum zweiten Mal vor Gericht. Der Richter muss den Fall abweisen. Am Tag vor dem Prozess postet die Richterin im Internet Fotos ihrer Hochzeit. Epiphanius, das Oberhaupt der neuen orthodoxen Kirche der Ukraine, liked sie. Ein Interessenkonflikt. Die Anwälte verlangen, dass sie den Fall abgibt. Doch dem Erzbischof droht dennoch Gefängnis. Die Richter fürchten, dass sie im Fall eines Freispruchs Probleme kriegen, ihre Arbeit verlieren und politisch und rechtlich verfolgt werden. Euer Ehren, ich denke, dass Sie diese Angelegenheit nicht unparteiisch beurteilen können. Es gibt Dokumente, die belegen, dass Sie der neuen orthodoxen Kirche der Ukraine angehören. Wir fordern Sie auf, den Fall abzugeben. Zum dritten Mal innerhalb weniger Monate gibt ein Richter einen Fall ab. Es gibt ganz klar ein Problem. Denn die Richter stehen unter Druck. Die Menschen wollen, dass Verräter schnell bestraft werden und sofort ins Gefängnis kommen. Die Gesellschaft übt Druck aus. Es ist schwierig für die Richter. Die Ukraine ringt um den Ausgleich zwischen Rachegelüsten und Rechtsstaatlichkeit.
Vor der großen russischen Invasion in der Ukraine war ich 9 Jahre oberster Richter in Isjum. Ukrainische Gerichte sind keine Militärgerichte. Sie handeln nicht einen Fall von Kollaboration an einem Tag ab und führen den Angeklagten in den Hof, um ihn hinzurichten. Якщо не буде працювати судова система, або вона буде працювати. Wenn das Justizsystem nicht richtig funktioniert und Richter der Kollaboration beschuldigter Personen automatisch verurteilen, dann wird der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte viele unserer Entscheidungen in Frage stellen. Am Ende würde die Ukraine den Konventionen entsprechend umfangreiche Strafen zahlen müssen und wäre verpflichtet, diese Urteile zu revidieren. Ein Teil meines Lebens ist in Rauch aufgegangen. Das war der Gerichtssaal. Wir hatten 20 Beamte und 20 Bürger Platz. Alles wurde komplett zerstört. Der Gerichtssaal liegt in Schutt und Asche. Von den 45 Beamten, die hier gearbeitet haben, ist keiner mehr da. Einige sind geflohen. Andere haben kollaboriert. Ob bestimmte meiner Kollegen oder Bekannten kollaboriert haben? Ja, definitiv. Das sind leider Personen, die ich persönlich kenne, wie zum Beispiel meine ehemalige Sekretärin. Sekretär. Wir sind im ganzen Land präsent, auch in den kleinen Dörfern. Das sind jede Menge Mitarbeiter und deshalb gab es auch bei uns Fälle von Kollaboration. Ehemalige Mitarbeiter des Justizministeriums haben Verrat begangen. Die Russen haben ihnen eine Art Aufstieg angeboten. Jemand hatte einen eher niedrigen Posten und bekam die Chance, die Leitung zu übernehmen und Macht auszuüben. Die Russen sagten, sie würden für immer bleiben und versprachen eine berufliche Beförderung, inklusive mehr Gehalt. Deshalb haben einige das Angebot angenommen. Weniger aus ideologischen Gründen, sondern eher aus beruflichen. Auf Fälle von Kollaboration war unser System schlecht vorbereitet. Deshalb wurde es nur angepasst, um eine Lösung zu finden, damit man die Personen einsperren kann. Wir sind uns bewusst, dass das Leben und die Sicherheit von Kollaborateuren gefährdet sind, wenn man sie zusammen mit anderen Häftlingen einsperrt. Ein separates Gefängnis nur für Verräter zum Verhindern einer Vermischung ist für diese Leute zwar sicherer, aber damit riskieren wir, dass auf unserem Territorium eine Art russische Zelle entsteht. Andriy Domanski verteidigt mutmaßliche Verräter.
Er hat die Besatzung selbst erlebt und wurde nach dem Abzug der russischen Truppen von Nachbarn als angeblicher Kollaborateur denunziert. Wie schön du bist. Was für schöne Augen. Wunderschön. Ich habe keine Angst vor Hunden. Keine Sorge. Wenn Sie wüssten, wie viele Tiere ich habe. Bei uns macht man kurzen Prozess. Man hat mir gesagt, wenn du nicht erschossen wurdest, hast du kollaboriert. Es hieß sogar, du hast überlebt. Das ist das Problem. Ich wurde gefragt, warum ich nicht gegangen bin. Aber ich konnte nicht, weil ich meine schwerhörige Mutter nicht allein lassen kann. Der Anwalt ist berührt von Galinas Geschichte und will ihr helfen. Ich möchte Ihnen mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Wurden Sie wegen des Todes Ihrer Tochter Nika als Opfer anerkannt? Der Ermittler antwortet nicht. Der Ermittler? Leider nehmen die Gutachten gerade viel Zeit in Anspruch. Man hat mir gesagt, dass sie verhört und überprüft wurden. Ich weiß, wie das läuft. Habe ich auch erlebt. Meine Nachbarn haben den Russen gesagt, ich sei ein Nationalist. Dann kamen die Russen und sagten, ich sei ein Nazi. Sie wollten mich erschießen. Aber dann haben sie ihre Meinung geändert. Während der Besatzung wurde Andriy von Nachbarn bei den russischen Soldaten vor Ort denunziert. Jetzt will er den Tod der Tochter seiner Mandantin aufklären. Doch wegen des Krieges geraten die Ermittlungen ins Stocken. Meistens ist es einfacher, den Fall abzuschließen, als zu ermitteln. Was kann ich da machen? Kämpfen. Vor Gericht kämpfen und ihre Rechte verteidigen. Sie sind stark. Das kommt ständig vor. Das ist fast schon klassisch. Wir tragen immer noch am Erbe der Sowjetunion. Damals war es üblich, dass die Polizei Fälle selbst abschließt. Manche Fälle will niemand untersuchen und dann... Am schlimmsten ist es für die Polizei, wenn sie bei den Ermittlungen selbst in Verdacht gerät. Über alle Straftaten muss geurteilt werden. Das ist das Fundament des Rechtsstaates. Nika hat trotz des Horrors, den man uns angetan hat, den Glauben an die Menschen und die Menschlichkeit nie verloren. Sie wollte dieser Welt helfen. Alle sollten wissen, was wir während der Besatzung durchgemacht haben. Es gibt nur drei Dinge, die man nicht verbergen kann. Die Sonne, den Mond und die Wahrheit.